Ja, was für eine Woche. Ich möchte jetzt auch noch mal so ein bisschen was zu FTX erzählen, wie sich das so für mich darstellt und was man da jetzt draus lernen kann. Ja, wir haben ihn gefunden. Das ist wirklich Hollywood-reif. Wird mich nicht wundern, wenn wir über Sam Bankman-Fried mal eine Netflix-Serie sehen. Wahnsinn. Ja, Sohn von zwei Juraprofessoren von Stanford, Mathematik begabt, hat Physik am MIT studiert und sich dann für Trading interessiert und 2017 Alameda Research gegründet, quasi seinen eigenen Fonds und sich auch stark mit Arbitrage Trading beschäftigt. Vielleicht hat er dann, siehe mein letztes Video, auch vielleicht ist er dann auch zum Schluss gekommen, dass bei Arbitrage die meisten Gewinne zu machen sind, wenn man halt eine gute, schnelle Verbindung zur Börse hat und sicherstellt, dass man die Trades schnell ausführt vor allen anderen. Und wie kann man das besser sicherstellen, als wenn man seine eigene Exchange gründet? Ja, zufälligerweise hat FTX dann 2019 das Licht der Welt erblickt, wurde gegründet. Und alles, was Sam Bankman-Fried angefasst hat, wurde zu Gold. Ja, hatte mit allen möglichen Projekten zu tun, mit Solana, ist bei Binance eingestiegen. Binance hat bei ihm investiert. Ja, andere Fonds auch. BlackRock hat auch mit ihm zu tun. Also ist politisch einfach super vernetzt. War ja auch der größte oder zweitgrößte Wahlkampfspender von Joe Biden jetzt bei den Midterm-Elections. Auch interessant. Ja, selbst ein erklärter Veganer und Altruist, der quasi sein ganzes Geld in wohltätige Projekte steckt. So ja, sagt das zumindest. Und wie schon gesagt, Alameda Research hat dann weiter gehandelt, getradet und kam irgendwann mal in Zahlungsschwierigkeiten. Da hat sich das Ganze dann das Blatt mal gewendet. Interessant dazu übrigens auch das Interview von seiner Freundin oder zumindest der Dame, die er gedatet hat, die zeitweise der CEO von Alameda Research war, die dann mal öffentlich in einem Fernsehinterview erklärt hat, ich habe zwar höhere Mathematik studiert, aber wir verwenden zum Traden eigentlich nur Grundschulmathematik, also nichts von Statistik, Indikatoren, gar nichts. Und Stop-Losses haben sich jetzt nicht so effektiv ergeben. Herausgestellt, ja, ist klar, wenn ich einen Stop-Loss setze, dann laufe ich Gefahr, dass ich ausgestoppt werde und wenn der Kurs dann wieder sich dreht und hochgeht, verpasse ich die ganzen schönen Gewinne. Deshalb ist Stop-Loss natürlich doof, ja. Sehr interessant, wie professionell Milliardenfondsmanager da mit ihren Investments umgehen. Jedenfalls dann nicht geklappt. Dann hat Alameda Research den FTT-Token genommen und irgendwelchen Institutionen gedumpt als Sicherheit für Kredite. Dummerweise ist der FTT-Token dann gefallen und die Belastung, die Kredite haben, also die Sicherheit für das Collateral für die Kredite hat dann nicht mehr ausgereicht. Also hat Sam Bankman-Fried offenbar dann gesagt, na gut, die Leute heben von FTX sowieso ihr ganzes Geld nicht ab. Da könnte ich mir jetzt ja quasi mal einen inoffiziellen heimlichen Kredit nehmen. Das kriegt ja keiner mit. Ja, wie bei der Bank auch. Die hat ja auch nur, da kann ja auch nicht jetzt jeder hinrennen und sagen, ich will mein Geld, sondern nur 5%. Und wenn es 5,1% sind, die ihr Geld wieder haben wollen, ist die Bank pleite. Ja, das haben die also auch gemacht. Sam Bankman-Fried hat seine Leute wirklich knallhart angelogen und gesagt, nein, wir werden auf keinen Fall natürlich mit, wir sind die bestregulierteste Börse überhaupt in allen möglichen Ländern. Ja, wir spekulieren natürlich nicht mit den Kundengeldern. Ja, das würden wir nie tun. Herausgestellt hat sich dann, 2 Tage später war FTX dann pleite. Ja, es ist unfassbar. Und da hängt natürlich jetzt auch ein Rattenschwanz dran, denn viele andere Institutionen und Fonds haben jetzt in FTX investiert und das gibt ein paar offene Fragen, ja, und dann unglückliche Zufälle, ja, Crypto.com hat jetzt versehentlich 400 Ether im Wert von 400 Millionen
Euro versehentlich an Gate.io, an irgendeine Adresse geschickt, zwar wieder zurückbekommen, aber wie kann sowas passieren, fragt man sich, ja. Ja, ganz nebenbei, Sam Bankman-Fried hat sich als gebraucht Toyota fahrender, arm lebender Milliardär verkauft, der halt dann sehr umweltschonend umgeht, auch in einer WG mit 10 Leuten dann wohnt, ja. Ja, rausgestellt hat sich die WG dann als 40 Millionen Dollar Villa auf den Bahamas. Mit natürlich exzellentem Service und super Ausstattung. Und was junge Leute unter 30 machen, die ja sich alle super kennen, ja, die quasi Taschengeld haben ohne Limit und tun und lassen können, was sie wollen. Ja, das kann man sich vorstellen. Ich sag's mal so, die werden sonntags nicht in die Kirche gegangen sein. Also die haben schon sich eine gute Zeit gemacht, denke ich. Und in diesem Zustand vielleicht auch benebelt, ja, berauscht von irgendwelchen gerüchteweise Medikamenten oder Substanzen, die dann die Konzentration erhöhen. Das ist ja gut zum Traden. Naja, so muss man sich das unbedingt vorstellen. Haben die dann mit den Geldern der Kunden gezockt. Ja, wozu wird das führen? Ich hatte also auch schon so die Idee im Hinterkopf, vielleicht, wer profitiert davon, von dieser ganzen Geschichte? Vielleicht irgendwelche Hedgefonds, die gerne mehr Coins hätten, die den Kryptomarkt mal richtig runterdumpen wollen. Wie kann man das einfacher machen, wenn man Bitcoin haben will? Indem man irgendwelche Shitcoins dumpt, ja, und mal so eine Exchange-Hops gehen lässt. Gleichzeitig öffnet das natürlich auch Türen für mehr Regulierung, ja, mehr Kontrolle des Staates über die Exchanges. Das ist natürlich wirklich die Frage, ob wir das brauchen. Ja, schön würde ich jetzt persönlich, die optimale Lösung jetzt, wenn man mal die Emotionen beiseite lässt, wäre natürlich, wenn einer dieser Investoren, der viel Geld jetzt bei FTX verloren hat, einfach Selbstjustiz üben würde. Als abschreckendes Beispiel, wie jeder weiß, die Vaterschaft von Sam Bankman-Fried ist nicht mehr sichergestellt, offensichtlich. Dann überlegen sich das zukünftige CEOs vielleicht gründlicher, ob sie mit den Geldern ihrer Kunden herumspekulieren oder nicht. Ich glaube, das schneide ich raus. Das ist also grob die Geschichte. Die haben es verzockt. Sam Bankman-Fried hat hat erst auf Twitter angekündigt, ja, wir haben sind die bestregulierteste Börse überhaupt, niemals mit den Geldern unserer Kunden jetzt zocken und herumtraden. 2 Tage später, FTX ist insolvent. Dann hat man sich Binance angebiedert, ja, mit denen es da erst so einen offenen Machtkampf gab auf Twitter. Mit dem Resultat, dass Binance dann mal in die Bücher gucken konnte von FTX und festgestellt hat, das Eisen ist zu heiß, das fassen wir nicht an. Ja, wirklich verrückt. Dann der Rattenschwanz, den das Ganze nach sich zieht, dass Crypto.com einfach 400 Millionen dann an irgendeine andere Exchange geschickt hat. Ja, man weiß nicht, wer in FTX noch alles investiert ist, wer da irgendwie noch Probleme hat. Also das könnte noch eine Kettenreaktion geben, dass dann die eine oder andere Institution darunter leidet. Ja, was bedeutet das für dich? Ja, trivial muss ich nicht sagen, aber es muss trotzdem ausgesprochen werden. Not your keys, not your coins. Ja, also klar, es gibt, habe ich auch den einen oder anderen Shitcoin, den gibt, wird, der hat vielleicht gar keine Ledger Nano X Unterstützung oder lohnt sich gar nicht, die Wallet einzurichten, wenn man da nur, keine Ahnung, für 10 Euro investiert ist. Ja, aber wenn es um Bitcoins geht, EOS, Polygon, Litecoin, also um Top 50 Coins, sag ich mal, dann lohnt sich das einfach. Dann haben die auf der Börse, zumindest wenn man sie nur da liegen hat, nichts verloren. Ja, eine Kryptobörse ist keine Bank. Und bis auf Kraken, also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch eine andere kennt, was wir brauchen, ist Proof of Reserve bzw. Proof of Funds. Kraken auditiert wöchentlich seine Funds und gibt dem User dir die Möglichkeit, dass du halt immer selber überprüfst, verfügt Kraken tatsächlich über die Wallets, auf denen eben meine Kryptoassets liegen.
Das ist etwas, was sich als Standard einfach durchsetzen sollte, aber nicht dadurch, dass es jetzt gesetzlich zur Pflicht gemacht wird, meiner Meinung nach, sondern dass du entscheidest, wenn das die Börse Binance, KuCoin das nicht tut, okay, dann lasse ich dann oder zum Traden, dann konzentriere ich, bleibe ich bei Kraken und konzentriere, bleibe bei den Tokens, die dort gelistet sind, die ich da handeln kann. Ja, außer Kraken, die das tatsächlich so gründlich macht, was keine Garantie ist, ähnlich wie bei dezentralisierten Exchanges, wo ich auch einen Smart Contract habe, wo ich zwar auch einsehen kann, die Funds sind da, das ist schon mal ein Vorteil, aber es gibt einen Admin, der hat den Key, der könnte die jederzeit abziehen. Also not your keys, not your coins gilt dann natürlich auch für Kraken. Ja, also nur bei einer Exchange, wo du im Prinzip komplett auf einem dezentralen Contract handelst, der genullt ist, wo es keinen Admin gibt und kein Hintertürchen, nur da, wo du mit deiner eigenen Wallet, wie was es sich bei EOS oder MetaMask, ja, Ethereum, Solana, Polygon, wenn du da dezentral tradest, dann hast du natürlich mehr Sicherheit und weißt, die Funds sind auch da, weil du jederzeit in den Contract, auf die Contract-Adresse gucken kannst, ja, wie hoch ist das die Gesamtbalance, ja, weil du natürlich nicht weißt, welcher User meint, dass er einen Share von dieser Gesamtbalance hat, aber das würde für mehr Sicherheit sorgen. Also, was ich noch abschließend erwähnen möchte, ist im Zusammenhang mit diesem ganzen Drama, die Preise sind natürlich unglaublich volatil und wir dürfen nicht vergessen, Bitcoin ist das absolut deflationärste Gut oder das knappeste Gut, was wir haben. Denn wenn der Preis steigt, dann kann, was weiß ich, zum Beispiel bei Gold oder bei Öl, dann kann die Fördermenge einfach angehoben werden und ich habe dann ein höheres Angebot, was den Preis dann wieder runterzieht. Ja, bei Gold auch, selbst wenn das Ganze, wenn das Gold nicht mehr vorhanden ist in der Erdkruste, kann ich dann immer noch sagen, okay, die Unze kostet dann halt 1 Milliarde und dafür fange ich an, das Gold aus dem Meerwasser herauszufiltern. Ja, oder ich fange an, das Weltall danach abzusuchen. Aber ich kann die Fördermenge, wenn der Preis steigt, erhöhen. Das Angebot, mehr Angebot erzeugen. Das geht bei Bitcoin nicht. Bei Bitcoin habe ich immer 6,25 Coins alle 10 Minuten. Umgekehrt, wenn die Nachfrage nachlässt, ist es aber auch so. Das heißt, ich habe weiterhin 6,25 Bitcoins pro Minute, die auf den Markt, die Miner bekommen und auf den Markt geworfen werden können, die neu in die Welt kommen. Ich kann die Fördermenge nicht reduzieren, ja, außer dass ich dann als Miner sage, ich werfe sie nicht auf den Markt, ja, aber wenn ich Verbindlichkeiten habe, Kredite abzuzahlen habe, laufende Kosten, dann muss ich sie auf den Markt schmeißen, ja. Also diese 6,25 Bitcoins kommen weltweit tatsächlich neu in die Welt, ja, auch wenn die Nachfrage nachlässt. Das heißt, das Angebot bleibt knapp und das führt dann dazu, in Bärenmärkten, dass dann auch der Preis stärker sinkt, als es zum Beispiel bei Rohöl der Fall ist und natürlich die Förderländer jederzeit sagen können, wir reduzieren einfach die Fördermenge. Ja, das geht bei Bitcoin eben nicht. Deshalb haben wir bei Bitcoin eine stärkere Volatilität, aber auch eine bessere, viel bessere Berechenbarkeit und das verändert natürlich den Markt. Ja, spannende Ereignisse, die jetzt stattgefunden haben. Ich hoffe, du hast deine Werte gut auf einem Ledger gesichert und ja, bist vorsichtig bei Exchanges, die eben kein Proof of Reserve machen. Das kannst du daraus lernen und wir werden auch in Zukunft in der Kryptowelt neue Themen sehen, neue Gefahren, auf die es zu achten gilt. Und das ist dann halt ein ständiger Lernprozess. So ist das nun mal, wenn man selbstverantwortlich mit seinen Assets umgehen will und sich nicht mehr blind auf andere verlässt. Ja, das wollte ich kurz zu dieser FTX-Thematik sagen. Ja, ansonsten freue ich mich über ein Like, über ein Abo und vielleicht bis zum nächsten Video. Mach es gut!